Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück hier vor Aiz-Jogurt in dem wunderschönen Land Enderal. Ich wollte nochmal schauen, ob ich mich hier vorbeischleichen kann. Genau, kann ich, weil ich die Eisplanke haben möchte. Und dann werden wir mal in diese schöne Ruine reingehen und gucken, was uns da drin erwartet. Kann ich? Frage ist, will ich das? Na komm, die werden wir mal aufbrechen. Ich will ja immerhin wissen, wofür ich es riskiert habe, einer Spinne zu begegnen. Selbst schuld, wer so achtlos ist. War es jetzt wie so eine Art Abkürzung? Ja, von da bin ich gekommen. Moment mal. Da ist wer. Interessant, dass sie pyrrhische Rüstung tragen. Ich habe auch noch versucht rüber zu hüpfen. Moment mal, da ist wer. Moment mal, da ist wer. Es sah so aus, als würde ich den hier festmachen können. Au! Es sind überall Fallen aufgestellt. Ich bin so doof und verlaufe in jede Falle rein. Das hat ja schon einen Grund, warum ich ein Tank sein möchte. Das kann ich ja jetzt aushalten. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas verfehlt. Nehme ich auch gerne.
Oh, der arme Ohrenshüter. Bist du ein Schürfer? Ah, hat sie mich doch entdeckt. Zeug. Warte, da ist ein Gesundheitsrank und ein bisschen Brot. Das nehme ich doch gerne. Magisches Symbol. Hallo 57. 58. Oh, ich bin so schlecht im Zählen. Ich will zu der Truhe. Falsche Richtung natürlich. Ich dachte, da unten gibt es noch einen Weg, aber nein, das war die Treppe. Ernsthaft? Ich habe mich wegen Feuer erschreckt. Au.
bin eigentlich richtig schlecht in solchen Sachen. Aber das hätte doch nochmal ganz gut geklappt. Und für nichts? Hat das jetzt gemacht? Nichts geschieht. Objektbeschreibung eines Forschers. Wir haben die letzten Wochen benötigt, um den Gang diesen... Ich fange nochmal von vorne an. Wir haben die letzten Wochen benötigt, um den Gang zu diesen Räumen von Schutz freizuräumen. Die eiserne Gerätschaft war ein völlig unerwarteter Fund, der darauf hindeutet, dass Alt Yogosh eine Wasserversorgungsstätte für die trockenen Gebiete im Osten Enderals war. Wenn wir sie reaktivieren könnten, könnten sie Teile der Wüste in fruchtbares Ackerland verwandeln. Im Hauptraum befindet sich ein Schalter, der einen Mechanismus zu lösen scheint. Das Gerät zeigt weiterhin keine Funktion. Gando deutete an, dass es ein ausschlaggebendes Teil in der Leitung fehlt. Es könnte sich in den noch unerschlossenen Rätselräumen in den Tiefen von Alt-Yogosh finden lassen. Wir werden diese Suche als nächstes angehen. Gestartet, Alt-Yogosh. Dann folge ich meinen Questmarker. Tada! Antriebsventil. Oh. Das heißt nun, mit Knochen schwimmen? Gott, wie viele Schädel sind hier? Und warum muss ausgerechnet ein Fisch hier sein, der mich angreifen möchte? Also der mir als Feind deklariert wird? Sollen wir hier vielleicht Puzzle spielen? So, welcher Schädel passt auf das Wirbelteil? Die ganze Ruine geflutet wird? Oder bleibt es hier stehen? Es bleibt dort stehen, interessant. Mein Fischfreund bleibt im Wasser, das ist gut. Yogosh! Ah! Der sieht hier aus wie der Experimentator, den wir gefunden haben. Hey! Bleib doch mal stehen! Lass dich mal ansehen!
Gott, hat er gutes Zeug. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das erste Mal, als ich hier war, dass ich den gesehen habe. Wird er erst aktiviert, wenn man hier rüber geht? Ich höre hier auch noch eine Seele. Einer von denen? Nein. Und da hinten? Verbrannter Hüter. Oh, der Arme. Der Yogosch schien nicht so freundlich zu sein. Und er hatte anscheinend ein richtiges Fable für Feuer. Ich glaube, das war es hier dann auch schon. Nee, warte, scheint das hier nicht zu gehen. Okay, es gibt keine Möglichkeit, rüber zu klettern. Ne, ist eine unsichtbare Mauer. So, wo jetzt lang? Also, das können wir ja später erkunden. Da waren wir dann. Dann machen wir uns mal auf. Dorthin. Wieder nach Golden Force und dann nach oben in den Norden. Dann haben wir halt den einen Weg noch nicht bis zum Ende durchgeführt. Und dann war es das auch, ne? Vielleicht noch mal zu dieser Insel hier schwimmen, zu dem Bein und gucken, was das ist. Ich hoffe nicht nur einfache Felsen. Ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Stimmt.
Klappe! Ist das alles? Ist das alles? Das war nervig. Ja, war ich. Okay. Na, lohnt es sich nicht. Nicht passiert. Der Steppenstampfer versucht schon zu fliehen. Felsbruch im Bett. Quartieres Lager. Ja. Thank you.
Ich höre dich, aber wo bist du da? Waren wir eigentlich da oben gewesen? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr. Ich weiß, wir haben Golden Foss erkundet, aber ich weiß nicht, ob wir auch hier waren. Doch, hier waren wir. Moment mal, da ist er. Nein! Er meinte... Er konnte sich nicht. Ich gehe einfach nochmal den Weg zur Sicherheit. Doch, ja, hier waren wir schon mal. Ja, klar. Okay. Gerade wieder zurück. Infos? War ich hier wirklich noch nicht drin? Da, hier war ich auch schon. Ah, dann habe ich nicht den Vordereingang genutzt, sondern den Hintereingang. Das wäre mir aber auch spanisch vorgekommen, wenn ich da noch nicht drin gewesen wäre. Springe ich runter oder laufe ich runter? Das hätte auch eben richtig schön schief gehen können. So richtig schön. Ich wollte nämlich speichern, bevor ich hier runterspringe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es überlebe. Und während ich gefallen bin, habe ich das gespeichert. Voll doof. Von mir. Das schaffe ich in Skyrim in letzter Zeit ziemlich häufig. Ich begebe mich in eine Situation, in der ich sterben kann, speichere vor, speichere aber genau kurz bevor ich sterbe und dann bin ich in einem Loop gefangen. Ja!
Ernsthaft, ein Fuchs? Sieht irgendwie nicht so aus, als wenn sich jemand magische Symbole verstecken. Ja! Mal von hier aus schwimmen und gucken, ob ich diese Insel erreichen kann. Und danach geht es wieder zurück und dann in diese Richtung. Eisbranke. Also wenn die mal nicht gut versteckt war, dann weiß ich auch nicht. Aber irgendwas Leuchtrotes sehe ich auch nicht. Aber das ist eigentlich ein perfekter Ort, um die Folge zu beenden. Wie ich schon meinte, wir werden dann mal hier ein bisschen lang schwimmen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einmal schönes Tschüss, macht euch einen schönen Tag. Bock, bock.